Leute, ich begrüße euch zum dritten Teil des Tutorials Erstellung eines Comics. Und in diesem dritten Teil heute und letzten Teil zeitgleich geht es um den finalen Bildlook. Hier seht ihr nochmal das Original, also meine Originalbildbearbeitung vor einigen Monaten. Und hier seht ihr das Ergebnis, was wir in den ersten beiden Tutorials erst erstellt haben in den letzten Wochen. Und ihr seht schon, 1:1 werden wir dieses Ergebnis natürlich nicht nochmal umsetzen. Aber das ist das Gute, finde ich, und das finde ich mal so faszinierend an der Bildbearbeitung. Es ist jeweils ein Unikat und es sind keine Automatismen, die wir einfach drüber jagen, sondern jeder einzelne Schritt zur Erstellung solch eines Bildes ist wirklich Handarbeit und ja, wie gesagt, Unikat. So, ich nehme mal die Originalbildbearbeitung hier raus. Heute geht es um den Look und ihr seht schon, ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe hier noch Haare gemalt, ich habe die Augen optimiert und ich habe die Sache schon freigestellt. Warum? Weil es uns hier einfach den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Und ich werde diese Themen auch bloß kurz anreißen, werde aber dann jeweils eine im Video drauf vermerken und in der Videobeschreibung unten findet ihr dann jeweils einen Link zum Tutorial, welches dieses Thema dann nochmal genauer beleuchtet. Okay, wenn ich quasi hier in den ersten Mal Tutorials haben wir, wie gesagt, verflüssigt und vergrößert. Wir haben Maria hier, das ist die das Ausgangsbild, wir haben Maria vergrößert, wir haben Maria verflüssigt. Und ja, jetzt geht es gleich direkt an den Freisteller. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Hier können wir einen Zauberstab nehmen oder das Schnellauswahlwerkzeug. Ja, für, wie das Werkzeug das schon sagt, eine schnelle Auswahl ist hier nicht so das Maß der Dinge, weil wir viele Gelbtöne in der Haut haben. Und dieser gelbe Hintergrund, Photoshop hat da Probleme, wirklich die Kanten gut zu erkennen. Wer meinen Umgang hiermit sehen möchte, mit dem Schnellauswahlwerkzeug oder Zauberstabwerkzeug, der guckt sich einfach mal auf meinem YouTube-Kanal das Video an, Quicktip 3, Umgang mit dem Schnellauswahlwerkzeug und Zauberstab. Ich wähle hier die richtig saubere Variante, das heißt, ich wähle mir über den Zeichenstift, das Werkzeug hier unten, gehe auf eine Ansicht von wenigstens 300, wenn nicht sogar 400%, das seht ihr hier unten in der linken Ecke, und dann fange ich quasi an, in der Innenkante, nicht in der Außenkante, in der Innenkante mir mein Model freizustellen. Ich gehe einmal quasi direkt rum um das Model, komme dann irgendwann wieder an A an. Wenn ich das habe, schließt sich dieser Kreis, Command und Enter und dann habe ich meine Auswahl. Gerade in dem Bereich der Haare hier drüben wird das natürlich schwieriger. Ja, hier gehe ich dann auch nur ganz hart an der Kante hier lang. Und habe dann natürlich noch die Haare, die ich hier irgendwie noch mit in die Auswahl reinrechnen muss. Und dann gehe ich ganz einfach quasi, jetzt muss ich hier meine Auswahl nehmen, ganz einfach an den Auswahl- und Maskieren-Dialog. Und hier kann ich dann meine Auswahl optimieren und auch die Haare mit reinnehmen. Wie ich das mache, wie gesagt, einfach mal in der Videobeschreibung unten drunter gucken. Das erfahrt ihr in dem Tutorial Achilles Teil 1. Da mache ich solche Auswahl, wo es dann auch nochmal direkt um solche Haare geht. Okay. Aber wie gesagt, das alles im Detail würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber vom Prinzip, wie ich meine Auswahl erstelle und genauere Infos dann nochmal in dem Tutorial unter der Videobeschreibung. Ich hebe die Auswahl hier einfach mal auf, habe meinen Freisteller hier, den zeige ich euch nochmal mit der gedrückten Alt-Taste. Habe den hier abgelegt und ja, können wir eigentlich direkt anfangen, mal ein wenig Licht zu malen. Wie mache ich das? Ich habe hier die Lichtebene mir einfach mal von meiner Originalbildbearbeitung genommen, um die dort dahinter zu legen. Ja, und ihr seht hier den Boden, ihr seht hier so ein paar Effekte und so weiter. Und da ist eurer Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Ich lege mal eine neue Ebene an, nenne die auch mal Licht, sage okay und deaktiviere mal die Ebene jetzt hier unten. Ja, wir fangen hier einfach an, das kann ich euch auch nur hier empfehlen, wenn ich hier mal diese Originalebenen-Ordner aufklicke, Licht, seht ihr hier schon mehrere Ebenen drin. Ich arbeite da nicht auf einer komplett Ebene, klopft da alles an Lichteffekten rein, sondern habe das hier mehrere Tabs unterteilt. Und das kann ich euch hier auch nur empfehlen. Und warum, zeige ich euch gleich. Ihr nehmt einfach erstmal den Pinsel, weiße Vordergrundfarbe, 100% Deckkraft, ist völlig okay. Wählt euch hier entsprechend die Größe und geht dann mal in die Eigenschaften. Ihr habt im Internet unendlich viele Möglichkeiten, euch richtig coole Pinselspitzen herunterzuladen. Um diese zu nutzen, da bitte halt auch auf die Nutzungsbedingungen immer achten, das steht ja meist darunter. Ich habe jetzt ja auf meinem Mac nicht so viele Pinselspitzen, wie auf meinem großen Rechner zur Bearbeitung,
Aber wir nehmen uns einfach mal dieses Beispiel hier, das bringt Adobe hier schon direkt mit ins Photoshop hinein. 100% Deckkraft, wir gehen unter den Freisteller und klicken dort einfach mal direkt ein paar Mal rein und haben hier schon den ersten Lichteffekt. Und jetzt kommt es, warum ich auf mehreren Ebenen arbeite. Ich möchte diese Lichteffekte oft immer noch ein bisschen weich zeichnen. Damit ich diese Weichzeichnung rückwirkend aber auch ändern kann, gehe ich auf Smart Filter konvertieren, gehe auf dann Filter, Weichzeichnung, Gaußscher Weichzeichner und zeichne meine eben gemalte Struktur hier etwas weich. Das mag ich. Und wenn mir das im Nachgang halt doch zu weich ist oder ich möchte das noch weicher haben, kann ich einfach direkt in diesen, weil es Smart Filter ist, direkt nochmal in diesen Gaußschen Weichzeichner reingehen und kann dann noch eine Änderung dran vornehmen. Habe ich das nicht in ein Smart Objekt konvertiert, geht das im Nachgang nicht mehr. Gut, und so gehe ich dann quasi weiter vor. Ich erstelle die nächste Ebene. Und jetzt kümmern wir uns mal und dann auch immer wirklich benennen. Ja, zum Beispiel Lichtboden. Also wirklich, das kann ich euch nur empfehlen, benennt eure Ebenen, damit ihr euch da durchfindet. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was Photoshop jetzt hier so als Standard mitbringt. Und ja, dann nehmen wir einfach mal diesen hier. Ziehen uns diese Ebene groß und legen uns hier mal so einen kleinen Boden an. Wir gehen da nochmal zurück. Das gefällt mir ganz gut. Wir ziehen das nochmal ein bisschen größer. Das gefällt mir ganz gut. Dann lege ich hier, weil ich hier diese harten Kanten sehe, ich mache mal den Pinsel kleiner, damit ich euch das besser zeigen kann. Hier seht ihr ja diese harten Kanten. Dann einfach eine Maske anlegen. Pinsel, schwarze Vordergrundfarbe, natürlich mit einer anderen Pinselspitze nehmen wir unseren Kreis. Und dann könnt ihr hier quasi eure harten Kanten entfernen und auch diese Dinge, die hier nicht so mit reingehören, gehe ich mit der Deckkraft noch mal ein bisschen runter, um das hier zu kaschieren an der Stelle. Und so könnt ihr da quasi dann schon diesen Boden einfügen. Ja, jetzt habt ihr Boden drin, jetzt habt ihr hinten einen Lichtkranz drin und so geht ihr dann quasi Step für Step weiter vor. Die nächste Ebene anlegen, zum Beispiel noch mal Licht, ich nenne es jetzt einfach mal Himmel oder ja doch, ich nenne es jetzt mal Himmel. Und dann guckt ihr hier einfach wieder rein, was könnten wir für eine Struktur nehmen. Also wie gesagt, einfach wirklich mal im Internet schauen. Nehmen wir zum Beispiel mal dieses hier. Und dann könnt ihr euch hier oben nochmal ein bisschen was anlegen. Obwohl, das sieht nicht schön aus. Ich nehme das nochmal zurück. Ich gehe nochmal rein und nehme hier was anderes. Nehmen wir zum Beispiel mal ja, diesen Stern. Und hier noch ein kleiner Tipp, Leute. Hier oben habt ihr die Pinseleinstellungen, mit denen arbeite ich extremst viel. Ich gehe mal direkt rein. Was mache ich hier immer? Ich achte darauf, dass ich meinen Abstand hier unten wähle. Hier habt ihr immer die Vorschau, könnt euch das genau angucken. Das ist mir wichtig. Ich gehe in die Formeigenschaften rein, ändere hier, wenn nötig, hier dieses Größengitter. Mindestdurchmesser kann ich hier festlegen. Ich kann die Winkel verändern, damit das alles nicht so gleich aussieht. Und Streuung ist für mich auch immer noch so ein wichtiger Punkt. Ich möchte es gerne so ein bisschen auseinanderziehen. Und die Anzahl kann ich korrigieren. Das ist mir ein bisschen arg viel. Aber so. Und so kann ich dann quasi direkt im Bild einfach nur mal durchgehen. Und Photoshop errechnet mir das dann quasi so auf diese Art und legt mir überall die Sterne hin. Ein bisschen unkontrolliert macht Photoshop das, aber das kann ich, wie gesagt, dann auch nochmal direkt ausmaskieren. Aber so muss ich hier nicht jedes Mal einzeln klicken, für weiß ich nicht, wie viele Sterne ich da anlegen will. Und hier könnt ihr das dann auch so machen, einfach mal drüber ziehen und Photoshop legt das euch dann so quasi hier mit drüber. Ja, und auch hier dann wieder in ein Smart-Objekt konvertieren. Weichzeichner, wenn ihr das möchtet natürlich, das ist alles individueller Geschmack. Hier würde ich den Weichzeichner nicht so hoch wählen. Okay, und so legt ihr euch dann quasi Stück für Stück eure Lichteffekte dahinter. Ganz wichtig ist natürlich dann noch ein wenig Lichtüberstrahlung. Legt ihr einfach eine neue Ebene an. Und wir nennen die Überstrahlung. Sagen okay. Und ihr nehmt euch einen Pinsel, dann aber wieder eure runde Spitze. Nicht mit voller Deckkraft, weiße Vordergrundfarbe. Geht ein bisschen näher heran. Und malt dann so ein bisschen hier leicht. Halt, stopp, stopp, stopp. Fehler natürlich von meiner Seite. Ihr müsst natürlich jetzt über den Freisteller gehen, weil es geht um eine Überstrahlung.
Und dann malt ihr hier einfach so ein bisschen Überstrahlung drüber. So, so, so. Vielleicht noch ein bisschen an den Händen. Aber auch, wie gesagt, alles individueller Geschmack. Wir können den Radius nochmal ein bisschen größer wählen. Gehen die Deckkraft nochmal ein bisschen runter. Setzen hier nochmal ein bisschen Licht rein. Und dann können wir hier auch die Deckkraft reduzieren. Sagen, ich erspare mir jetzt mal den Gaußschen Weichzeichner. Quatsch, nicht den Gaußschen Weichzeichner, den Smartfilter. Sage Weichzeichner, Gauscher Weichzeichner und werde mir das schön weichzeichnen an der Stelle. Und dann natürlich auch wieder individueller Geschmack, ein bisschen dort wieder ausmaskieren, wo ich es nicht unbedingt drin haben möchte. Ja, wo mir das einfach mal ein bisschen gerade zu viel war. Hier ist mir ein bisschen viel. Wir können hier auch mal den Freisteller nehmen. Einfach mal die Alt-Taste drücken, dann kopiert ihr den Freisteller direkt da drauf. In eine Maske ersetzen. Ja, soll es. Ich will aber die ganze Sache, jetzt muss ich kurz selbst überlegen. Jetzt muss ich kurz selbst überlegen. Ja, ich invertiere die Maske, habe die Überstrahlung jetzt quasi nur auf dem Hintergrund, nicht auf dem Modell und werde dann mit weißer Vordergrundfarbe ganz zart hier ein bisschen was aufs Modell übertragen, wo ich meine, da könnten wir ein bisschen Überstrahlung ganz gut gebrauchen. Hier, hier und dann ist das okay. Und so tastet ihr euch da Stück für Stück heran. Hier oben, wie gesagt, ist mir das ein bisschen arg viel. Da nehme ich mir halt das Wort zu viel. Da nehme ich mir diesen ganzen Effekt noch ein bisschen raus. Hier, das ist mir hier oben einfach zu viel gewesen mit der Überstrahlung. Das nehme ich mir hier raus. Und vorher, nachher, und dann seht ihr schon, dass wir hier so eine kleine Überstrahlung drin haben. Auch das ist mir immer noch zu viel. Hier würde ich noch ein bisschen was rausnehmen. Aber dann müsst ihr euch wirklich Stück für Stück selber herantasten, wie euch das am besten gefällt. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Und so kommen wir da auch langsam hin. Mit der Alt-Taste gucke ich mir die Maske mal an, was ich da getan habe. Jawohl, so kommt das hin. Ihr könnt die Deckkraft hier noch weiter reduzieren, wie euch das beliebt. Okay, eine ganz zarte, dezente Überstrahlung ist völlig in Ordnung. Ja, und so tastet ihr euch da quasi Stück für Stück heran. Und ich nehme jetzt mal die Ebenen, die wir eben erstellt haben, nehme ich jetzt hier einfach mal raus. Ihr habt gesehen, wie ich mit diesem Licht spiele, wie ich das dort einsetze. Und das ist nichts anderes als das, halt, 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 was habe ich jetzt gemacht? Als das, was ich quasi hier getan habe. Ich habe hier einfach die Effekte reingemacht. Was ich hier allerdings noch hinzugefügt habe, um diese Struktur reinzubringen, das möchte ich euch gerne noch zeigen, ist ein Lichteffekt. Geht einfach mal auf die Seite Raw Exchange. Einfach mal googeln, Raw Exchange. Da könnt ihr verschiedene Bildmaterialien kaufen. Unter anderem auch Lichteffekte. Und das ist einer dieser Lichteffekte. Ich setze ihn mal auf Normal, damit ihr seht, wie das vorher ausgesehen hat. Und auch diese Farbentsättigung, die nehme ich mal raus. Das ist der Hintergrund, den ich eingefügt habe. Ich wollte den natürlich nur in den Lichteffekten haben. Deswegen habe ich hier einfach die Sättigung rausgezogen. Eine Farbsättigungsebene in der Schnittmaske, dass sich dieser Effekt dann nur auf diese Ebene darunter auswirkt. Und was muss ich tun, damit ich nur die Lichteffekte habe und die Schwarzwerte ausblende? Richtig, Modus negativ multiplizieren. Den Modus einfach reinbringen und dann gegebenenfalls hier oben seht ihr eine harte Kante, könnt ihr diese dann hier einfach rausmaskieren. Diese harte Kante, wir gehen in der Deckkraft ein bisschen nach oben und dann maskiert ihr euch diese unschöne Kante dort einfach raus. Und auch hier würde ich ein bisschen was rausnehmen, damit ich dann einfach noch ein bisschen mehr Verbindung zum Boden habe und der Schatten, der ist mir dann doch da wichtig, dass sie da nicht einfach so schwebt. Ja, das ist quasi einfach mal so die Möglichkeit, um hier auch noch schöne Effekte reinzubringen. Solche Effekte, wie gesagt, einfach mal auf der Seite Raw Exchange gucken. Gut, das einfach mal zum Thema Lichteffekt. Ihr seht, das ist keine Hexerei. Was ich dann noch getan habe, das ist bei Porträts generell für mich immer so das Wichtigste mit und auch bei den Comics sind das Thema Augenoptimierung. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt mal näher rangehe, schaut mal, vorher, nachher, was für ein Glanz da in den Augen ist. Und wie habe ich das gemacht? Ganz kurz umrissen. Ich nehme quasi den Pinsel, gehe in den Maskierungsmodus hier unten, wähle mir dann quasi diesen Bereich, ich nehme meinen Pinsel kleiner, wähle mir den Bereich aus. Das seht ihr hier, wenn ich jetzt mal die Alt-Taste drücke, dann seht ihr hier meine Auswahl quasi, ja, die ich mir dann auf eine separate Ebene packe. Und dann lege ich darüber einfach nur eine Belichtungskorrektur an in der Schnittmaske, dass sich das nur auf meine Auswahl der Augen hier reduziert.
Und dort nehme ich dann quasi ein paar Änderungen vor. Ich zeige euch das hier oben mal in der Belichtung, Versatz und einer Gamma-Korrektur im Modus Luminanz, damit es sich wirklich nur auf die Helligkeitswerte und nicht auf die Farbwerte auswirkt. Und dann bringe ich da ein bisschen Glanz in die Augen. Wer das auch nochmal genauer erklärt haben möchte, ich packe es mit in die Videobeschreibung. Da gibt es dann den Quick-Tipp, ich glaube 6 müsste das sein, Optimierung der Augen. Gut, so viel dazu. Auch jetzt nochmal hier das Thema Haare. Einfach um die Ränder hier nochmal ein bisschen schöner zu gestalten, habe ich hier noch ein paar Haare eingemalt. Das aber auch nicht weiter dramatisch. Einfach den Pinsel nehmen, kleinsten Radius ein. Halt, jetzt muss ich hier kurz drauf gehen. Und das Ganze mal rastern. Oder ich zeige es euch an einer neuen Ebene. Neue Ebene anlegen, benennt die um in Haare. Sagt okay. Und dann geht ihr einfach mit dem Pinsel. Geht auf Max, auf den kleinsten Radius zurück. Geht richtig ran. Und dann könnt ihr quasi hier mit der Alt-Taste verwandelt sich der Pinsel in eine Pipette, nimmt die Farbe raus und malt dann quasi die Haare hier ein. Und wenn ihr das nachher getan habt, an allen Stellen, wo ihr halt quasi unschöne Ränder ein bisschen kaschieren wollt, ihr könnt hier auch jederzeit mit der Deckkraft arbeiten, stärker, geringer machen, oder ihr geht hier direkt rein und könnt dann Zeichenstiftdruck aktivieren. Ich selber arbeite ungern mit dem Zeichenstiftdruck, muss ich gestehen. Das ist nicht so für mich, ich komme damit nicht so zurecht, das gefällt mir persönlich nicht so, deswegen mache ich das ohne und reguliere dann immer meine Deckkraft hier. Und ja, male dann wie gesagt an allen Stellen, wo ich meine Haare einmalen zu müssen. Dann sage ich auch hier an der Stelle, wenn ich fertig bin, um den ganzen Kopf herum für Smart Filter konvertieren. Und das mache ich jedes Mal, wenn ich Haare eingemalt habe, zeichne ich die noch ein wenig weich. Mit 0,3% ist immer so ein Standardwert, der sich bei mir etabliert hat. Sage ich okay und dann habe ich hier quasi einfach ein paar Haare eingemalt. Und das ist das, was ich hier quasi getan habe mit der Ebene. Gut, hier einfach nochmal vorher, nachher, um das hier alles ein bisschen schöner zu gestalten. Das dazu, Leute, ihr seht, das ist alles letzten Endes, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht das relativ fix. Was ein bisschen Zeit beansprucht, ist wirklich die Freistellung, es ist wirklich die, das Malen der Haare, das kann schon mal 10 Minuten in Anspruch nehmen. Und ja, kommen wir mal zu den Details. Wie können wir die Details hier schön herausarbeiten? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte euch eine Variante zeigen, in Kombination mit ein wenig Dutch and Burn. Wir bilden uns einfach mal eine Summe, Command, Alt, Shift und E. Halt, nochmal bitte. Ich habe mir eine Summe gebildet. Diese Summe invertiere ich mit der Command- und I-Taste, setze die in den Modus strahlendes Licht. Was da, ich muss echt zugeben, was da jetzt im Detail genau technisch im Photoshop passiert, kann ich nicht sagen. Das ist eine Technik, die habe ich damals von Calvin Hollywood übernommen, die fand ich sehr cool, einfach um eine Basis für mehr Details herzustellen. Und da kann ich dann nochmal ein wenig Feintuning betreiben. Jetzt, wie gesagt, hier an der Stelle invertiert strahlendes Licht. Und dann gehe ich auf die Weichzeichnungsfilter, sage matter machen und hier einfach auch mal ein bisschen experimentieren. Hier gehe ich mal auf die 25 hoch, 45, kann auch ein bisschen mehr sein. Da probiert euch einfach mal aus. Sagt okay, lasst ihn kurz rechnen, den guten. Gleich ist er soweit. Jawohl. Dann bildet ihr bitte wieder eine Summe, Command, Alt, Shift und E. Beim Windows-Rechner halt die anstelle der Command die Steuerungstaste. Die Ebene hier drunter könnt ihr kicken, die braucht ihr nicht mehr. Was ihr jetzt seht, natürlich diese ganzen Farbverstärkungen, das möchten wir nicht. Wir gehen auf Korrekturen, Farbton, Sättigung, nehmen erstmal die gesamte Sättigung raus. Weil es geht um die Details, ich möchte hier keine Farben verstärken oder sonstiges. Sage okay und damit ich hier auch schöne saubere Ränder habe, sage ich Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner und halte mich hier mal so bei im Wert 7, 8 Pixel auf, das ist in Ordnung. Und gehe dann ganz einfach in den Modus weiches Licht oder wenn ich es noch stärker haben will, in den Modus ineinander kopieren, das ist mir persönlich manchmal oft zu arg. Ich sage hier einfach weiches Licht und ihr seht jetzt hier mal vorher, nachher, wie das die Details herausgekitzelt hat. Ich nenne das einfach mal Details und Dutch and Burn. Warum? Weil wenn ihr jetzt hier mit der Alt-Taste einfach mal auf diese Ebene geht, habt ihr quasi eure Dutch and Burn Ebene.
Ihr könnt hier noch entscheiden, wollt ihr hier diese, ich sage jetzt mal, diese Lichteffekte hier mit drin haben. Ich zum Beispiel würde es jetzt nicht haben wollen, deswegen setze ich mir einfach mal hier die Maske nach oben, Alt-Taste drücken, ich kopiere mir die Maske nach oben und dann habe ich diese Details nur bei Maria verstärkt und habe die Lichter hier außen vor gelassen, weil mir persönlich das so besser gefällt. Und dann könnt ihr hier direkt, ich drücke wieder die Alt-Taste, direkt auf eure Dutch and Burn-Ebene gehen. Und Dutch and Burn, ja, kann man über den Pinsel machen mit weißer, schwarzer Vordergrundfarbe, Deckkraft 8%, oder aber man geht hier auf den Nachbelichter und Abwedlerwerkzeug. Ich arbeite persönlich immer mit Abwedler und Nachbelichter. Belichtung 10% ist okay. Was immer nur wichtig ist, dass das eine weiche Kante ist. Ich gucke mir das an, rechte Maustaste, jawohl, Härte auf 0. Und dann kann ich hier quasi einfach mal mir ein paar Details verstärken. Dort, wo mir der Rechner das quasi auch schon so vorgegeben hat, einfach hier verstärke ich die ganze Sache. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Und so kann ich hier die Lippen hier den Glanz noch ein bisschen verstärken. Ihr seht schon, was hier passiert. Ich kann die Zähne hier auch nochmal ein bisschen verstärken. Das sieht cool aus. Hier nochmal ein bisschen Glanz reinbringen. Ich kann hier ein bisschen Glanz verstärken. An den Augen. Ja, und so könnt ihr quasi je nach Geschmack eure Details hier noch mehr betonen. Einfach die Alt-Taste drücken, dann wechselt Photoshop von Abwedler auf den Nachbelichter. Und ich werde hier einfach nochmal die Augenbrauen nachziehen. Hier betonen, hier betonen. Und so könnt ihr dann quasi die ganze Sache noch verstärken. Ja, ihr seht schon, was hier passiert. Aber mit dieser Technik hier im Vorfeld habt ihr einfach schon mal, ja, ich sag mal, eine gute Ausgangsbasis, um zu wissen, ja, wo will ich denn eigentlich meine Details verstärken und wo vielleicht doch lieber nicht. Die Haare lasse ich jetzt einfach mal so. Also man kann sich hier wirklich sehr, sehr lange aufhalten. Man kann sich hier austoben noch und nöcher. Ich drücke mal wieder die Alt-Taste und gehe hier einfach noch mal ein bisschen drüber. Das bleibt so. Hier noch mal ein bisschen aufhellen. Hier noch mal ein bisschen aufhellen. Ja, da ist euch, wie gesagt, eurem Geschmack keine Grenze gesetzt. Ihr wisst jetzt einfach, wie es funktioniert, die Details herauszukitzeln, beziehungsweise einen Weg von vielen. Und so arbeitet euch dann einfach mal daran vor. Ich gehe noch mal ein bisschen raus aus dieser Vollansicht. Oh, mein Rechner hat ganz schön zu tun. Hier helle ich noch mal ein bisschen auf. Hier helle ich ein bisschen auf. Hier helle ich ein bisschen auf. Hier dunkle ich noch mal ein bisschen ab. Jawohl. Okay. Ja. Also wie gesagt, Dutch and Burn, das kann sich ja noch ewig hinziehen. Ich investiere so 10 bis 15 Minuten immer, um Dutch and Burn nochmal gezielt vorzunehmen. In der Beauty-Retusche geht das oft in die Stunden. Ja, aber ich bin kein Beauty-Retuscheur. Aber so haben wir halt die Details schön herausgearbeitet. So, das einfach mal dazu. Kommen wir am Ende nochmal, um den malerischen Look und ein paar Konturen reinzubringen, dass wir unser Comic dann quasi abschließen. Bildet euch einfach wieder eine Summe und ich zeige euch jetzt hier einfach mal ein paar Techniken, wie ich persönlich mit dem malerischen Look spiele, wie ich den einsetze. Ihr geht auf den Stellarisierungsfilter, sagt Ölfarbe. Das sind so Werte, die sich bei mir etabliert haben. Die sind ganz cool. Experimentiert hier einfach mal selber. Die beiden unteren Regler könnt ihr meist doch schon auf 0 lassen. Sagt okay. Lasst ihn kurz rechnen. Geht wieder auf den Filter, sagt Rauschfilter, Rauschen reduzieren. Der kommt bei mir immer direkt auf 10%. Farbrauschen reduzieren, diese hässlichen Magenta-Zierenränder, die reduziere ich damit nochmal. Farbrauschen reduzieren, deswegen auch auf volle Pulle. Sage okay. Wir lassen ihn kurz rechnen. So, er ist fertig mit Rechnen. Ich gehe wieder hinein. Sterilisierungsfilter, sage Korneffekt. Anisotrop. Sage okay, lass ihn wieder rechnen. Ich hoffe, das geht etwas schneller, jawohl, als bei dem Rauschen reduzieren. Und dann gibt es noch eins, was ich hier auch noch mit reinbringe. Es ist, wie ihr schon merkt, eine Kombination von vielen, vielen Techniken. Hier geht es aber auch nicht darum, es gnadenlos einfach drüber zu bügeln, sondern dann nachher gezielt nochmal Feintuning vorzunehmen. Ich gehe dann nochmal auf den Camera Raw Filter. Oh, warte, mein Rechner, der ist wirklich jetzt am Kämpfen. Gehe hier quasi in den Details-Dialog hinein
und gehe mit der Luminanz, Rauschenreduzierung nochmal ein Stück nach oben. Und was ihr machen könnt, probiert euch einfach mal aus. Ich habe bei einigen Composings und Comics funktioniert das ganz gut. Da knalle ich diese beiden Regler, ich gehe mal direkt näher ran, da knalle ich diese beiden Regler auf volle Pulle. Bam, es bringt dir richtig Kontur rein. Probiert es einfach mal. Es funktioniert, Achtung, nicht bei jedem Bild. Ja, bei manchen Bildern versaut ihr damit die Ränder. Guckt euch das wirklich im Detail an, geht hinein in das Bild und schaut euch an, was mit euren Rändern da passiert an der Stelle. Hier sieht das jetzt erstmal ganz gut aus. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass hier irgendwie die Ränder zerstört werden. Das ist für mich jetzt erstmal so okay. Ja, ich lasse es mal so stehen. Ich lasse es mal so stehen, gefällt mir sogar ganz gut. Sage okay. Und werde dann natürlich nicht 100% Deckkraft hier belassen. Ich reduziere das meistens so auf 50 bis 60%. Das ist okay, das reicht hin. Was ihr dann noch machen könnt, um natürlich durch diese Techniken geht natürlich Schärfe verloren. Ich möchte da ein bisschen Schärfe zurückholen. Jetzt könntet ihr hier direkt einfach mal auf diesen Scharfzeichnungsfilter unscharf maskieren gehen, damit experimentieren. Oder aber es gibt die Möglichkeit, ihr legt euch hier einfach nochmal eine Summe an, legt die über die malerische Ebene. Ich nenne die gleich mal malerisch, damit wir uns hier auch schön zurechtfinden. Geht dann wieder auf die eben angelegte Ebene und sagt hier einfach mal Filter, sonstige Filter, Hochpass und geh mal ruhig ein bisschen höher. Das kann das Bild vertragen, wie es scheint. Sage okay, lege den nach oben und sage ineinander kopieren. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ja, ihr seht ihr das schon gerade auch bei den Zähnen und so weiter. Vorher, nachher, vorher, nachher. Das gefällt mir schon besser. Und auf dem malerischen Look, jetzt gehe ich hier nochmal raus, auf dem malerischen Look lege ich auch nochmal unscharf maskieren, eine ganz leichte Schärfung. 500, Stärke 500, Radius 2 Pixel ist okay. Und dann sieht das cool aus. Hier auf dieser Hochpass-Ebene lege ich aber auch wieder eine ebene Maske an. Ich möchte hier nicht die Umgebung schärfen. Ich möchte nur sie schärfen, deswegen kopiere ich mir einfach mal die Maske nach oben. Und so sieht das cool aus. Ich lege beide Ebenen mal in eine Gruppe, die ich dann nenne malerisch. Malerisch. Und jetzt gibt es da noch eine kleine Technik, die ich immer gerne anwende. Ihr bildet bitte nochmal eine Summe. Ja, ich weiß, diese vielen Summen. Und benennt diese mal, ich nenne sie immer Kontur, könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Und gehe dann, finde ich persönlich sehr cool, einfach mal in die Filtergalerie. Und da gibt es verschiedene Kunstfilter. Und diese Tontrennung, Kantenbetonung, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ihr seht, der Rechner hat hier wirklich echt arg zu kämpfen. Also er rechnet und rechnet und rechnet. Das hier ist natürlich alles andere als schön. Deswegen gehen wir mit der Kantenstärke einfach runter. Lassen ihn wieder rechnen. Gleich kommt hier das Ergebnis. Da kommt es. Und wir gehen mit der Kantendeckkraft auch nach unten. So, und jetzt habt ihr hier einfach mal die Vorschau. Oh, der ist wirklich am Rechnen hier, der Rechner, mein lieber Mann. Hier unten seht ihr das, den Fortlauf oder beziehungsweise den Fortschritt. Wir lassen ihm auch kurz diese Zeit. Ich sage mal, okay. Und ihr seht, was hier für eine Kontur reinkommt. Und mir gefällt das nicht an allen Stellen, aber sehr wohl an den Haaren gefällt es mir oft und auch an den Augen, Zähnen und so weiter, wo es wirklich um Kontur geht. Deswegen lege ich mir eine schwarze Ebenemaske an. Einfach die Alt-Taste drücken, Maskensymbol unten drücken, es wird eine schwarze Ebene angelegt. Ich nehme mir den Pinsel, nehme mir die weiße Deckkraft, gehe auf 100% und male mir diesen Effekt hier in den Augen wieder rein. Da, wo ich ihn haben möchte. Und wo ich dem ganzen Bild noch ein bisschen mehr Kontur geben möchte. Auch die Haare finde ich sehr cool an der Stelle. Das möchte ich hier nochmal ein bisschen betonen. Mal wieder den Radius anpassen. Und dann sieht das sehr cool aus. Die Haut würde ich davon nicht mit in Betracht ziehen. Bestenfalls hier noch ein bisschen was von dem Kleid. Aber keinesfalls die Haut. Dann habt ihr dann eine hässliche Struktur drauf. So, vielleicht noch unten an den Schuhen könnt ihr das mit einsetzen. Wenn ihr das möchtet. Jawohl.
Und das soll es dann an der Stelle gewesen sein. Was ihr immer noch machen könnt bei Composings, ist immer noch so ein kleiner Tipp. Ich sehe hier gerade noch einen kleinen Leberfleck, den ich mal bitte schnell rausretuschieren will. Soll jetzt nicht Inhalt des Tutorials sein. Ups, das war zu viel. Der stört mich bloß halt gerade selber etwas. Deswegen nehme ich den mal weg. Was ihr immer noch machen könnt, was dafür sorgt, dass ein Composing als Einheit wirkt, ist ein leichtes Rauschen hinzufügen. Einfach Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen, diesmal nicht reduzieren. 3, Gaussische Normalverteilung und monochromatisch ist wichtig. Sagt okay und dann legt ihr einen Rauschen darüber. Man sieht es kaum. Wenn ihr näher rangeht, werdet ihr es sehen, aber es sorgt dafür, dass das Ganze noch ein bisschen einheitlicher wirkt. Gut, das einfach mal zu diesem finalen Bild-Look. Wie gesagt, das war einfach mal ein schneller Abriss. Man kann das wirklich im Detail ganz genau alles noch schöner, besser bearbeiten. Aber das würde hier einfach wirklich zeitlich explodieren. Das, wie gesagt, ich blende es nochmal ein, war mein Ergebnis damals, was ich erstellt hatte. Ihr habt jetzt einfach die Prinzipien mal kennengelernt, wie ich solch ein Comic erstelle, wie ich diesem Bild auch diesen gewissen Look mitgebe. Und ja, probiert euch da aus. Wirklich auch mit dem Lichtern, mit den Details, probiert euch aus, experimentiert auch mal mit den verschiedenen Modis hier, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr Fragen habt, haut sie in die Kommentare. Ich verlinke euch, wie gesagt, die einzelnen Tutorials zum Thema Freistellung, Schnellfreistellung und so weiter nochmal unter die Videobeschreibung, dass ihr auch dort nochmal gezielt verschiedene Themen euch anschauen könnt. Fragt mich, wenn ihr Fragen habt und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Haut rein, habt Spaß, Photoshop ist eine geile Sache und wir hören uns. Bis dann, ciao!